Hallo und warte mal, ich hatte noch was im Mund. Okay. Von der Maiswaffe hat sich noch was. Wollen wir nochmal starten oder nehmen wir die? Naja, starten wir nochmal. Okay. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Terraria. Und guck mal, Standi, da hinten, da ist wieder so ein Ballon. Oh. Das ist genau das, wo ich dir zeigen wollte und dann war er nicht mehr da. Ich habe aber auch schon mal so einen fliegenden Zeppelin gesehen. Echt? Also, klar, dass Zeppeline fliegen, aber naja, weiß, was ich meine. Wie, kein schwimmenden Zeppelin? Das ist ja seltsam. Nee. So, Leute, wir wollen... Es ist jetzt natürlich wieder langsam Nacht, ne? Das ist doof. Ach so, sehen wir denn da oben überhaupt was? Also, wir wollen nämlich heute hier oben eigentlich das Wolkenreich finden, aber eher im Dunkeln? Weiß ich nicht. Wir können es ja mal versuchen, wie weit wir kommen. Ja, erstmal hochgraben. Wir müssen ja erstmal gucken, wo genau die Wolke ist. Mhm. Ich würde sagen, ich fange mal hier in etwa an, wo ich jetzt stehe. Okay. Ich müsste es ja auch relativ schnell dann sehen. Soll ich jetzt so quasi eine Treppe... was ist das denn? Achso. Soll ich eine Treppe machen? Seil? Was soll ich machen? Nee, Seil kannst du ja nur nach unten, nicht nach oben. Stimmt. Also machen wir jetzt quasi hier so eine Treppe. Oh. Das kann dauern. Aua. Warum machst du nicht einfach, Was denn? Baust einfach nur... Du warst gerade bei mir abgehackt. Warum baust du nicht einfach nach oben? Aber dann kommen wir dann hoch? Ich weiß nicht. Okay. Irgendwie geht das bei mir nicht. Also ich kann hier gerade nichts setzen, weil vielleicht weil du hier stehst, ich weiß es nicht. Dann bau eine Treppe. Warte mal. Achso, du musstest nur weg, jetzt kann ich auch nach oben basteln. Ja. Aua. Ja, das ist natürlich blöd, ich komme nicht hoch, wenn die mich immer runterschmeißen. Ah, da kommt die nächste. Also ist nämlich ein bisschen problematisch. Wenn ich hier einmal runterfalle, ist vorbei. Ja, es... Oh Gott, oh Gott. Ah! Also noch sehe ich nichts. Ich habe ja einen ziemlich weiten Blick, aber... Alle auch ein bisschen weiter von links, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, jetzt ist aber dunkel hier. Gern geschehen. Jetzt. Oh, die Schwerkraft wird auf jeden Fall schon weniger hier. Ach, echt? Am besten baust du jetzt einfach mal nach links. Geht das? Ja, okay, tut sie sich hier gerade sehr schwer mit überhaupt bauen. Oh, scheiße. Ich sehe da auch immer noch nichts. Also auf der Karte jetzt. Ich habe ja so einen weiteren Blick. Achso, mit der Taste H. Ja. Trinkt man übrigens einen Heiltrank. Oh, ach, das ist ja schön. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Da muss man sich immer erst ins Inventar packen. Und mit J dann einen Mana-Trank. Also irgendwie kommt hier nichts. Aber da hinten sehe ich einen schönen Planeten. Das ist auch schön. Ja, vielleicht müssen wir dann auch ein bisschen nach rechts bauen. Ja, auch sein. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Dass man immer nur so einen winzig kleinen Radius hat, den man von sich wegbauen kann. Das finde ich so ein bisschen nervig. Ja, also ich glaube, hier kommt irgendwie nichts, oder? Oder noch höher? Also irgendwo kommen die ja her, die Harpien. Also glaube ich zumindest, dass die nicht einfach so aus dem Nichts erscheinen. Na gut, auf der anderen Stelle waren sie nicht, ja. Das stimmt. Aua. Aua. Wollen wir mal in die andere Richtung versuchen, oder? Obwohl, ja. Die kommen ja hier immer noch die ganze Zeit. Oh, hier kann man hier echt hochspringen. Ach, krass. Kann man irgendwann verrecken wegen Sauerstoff? Weiß ich nicht. Bin genauso klug wie du. Okay. Zumindest was das Spiel angeht. Sternschnuppe. Wo? Im Hintergrund war eine. Oh. Jetzt war ich so fixiert hier auf die Erdblöcke. Hui. Oh Gott, ich kann nicht mehr runter. Sterben. Hilfe. Nicht sterben. Ich bin tot.
Ich habe leider überhaupt nicht auf mein Leben geachtet, muss ich zugeben. Naja, ich, ach so, ja, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Ich habe ja nicht sowas, womit ich mich an der Wand hochziehen kann. Ich muss mich wieder hochbauen. Nee. Guck mal, in irgendeiner von den Zonen, Oder ist es hier diese Kletterklaue? Was ist das? Nee, runterrutschen, aber nicht hoch, ne? Oder? Spikes, also irgendwo in den Zonen liegen Spikes. Da habe ich schon mehrere von gefunden. Also das kann eine Weile dauern. Meine Zuschauer sehen natürlich jetzt gerade gar nichts. Weil es so dunkel ist, oder? Ja. Wie sehen Spikes so aus? Wie solche Spikes, die du im Winter um die Schuhe klemmen kannst, damit du nicht ausrutscht. Ne, das ist eine Fessel. Weißt du, woraus man die selber herstellen kann? Dann würde ich mir welche herstellen einfach. Weiß nicht, ob man die herstellen kann. Also ich finde jetzt hier in den Kisten erstmal nichts. Ah, ich hab sie. Also jetzt habe ich Schuhspikes und Kletterklauen. Weiß nicht, ob man die auch... Schuhspikes, wenn du die ausrüstest, kannst du dann diesen Walljump machen. Okay. Schau ich mal. Müsste das auch nicht gleich irgendwann mal wieder hell werden eigentlich? Dann sehen wir vielleicht ein bisschen besser. Na, du bist gerade im Haus. Ich weiß jetzt nicht, wie spät es ist. Achso, nee, weiß ich auch nicht mehr. Bin schon oben. Und flüchte hier gerade von einem Zombie. Ah, verdammt. Wie kam denn der hier hoch? Sag mal. Ich habe den 450. Zombie erledigt. Schön. Naja, nicht wenn du Zombie bist. Hey, was war denn hier? Oh. Hilfe, ich werde von Harpien belagert. Komme. Oh Gott. Oh, das ist die falsche Seite. Okay. Hey, wie bist du denn da schon hochgekommen? Da komme ich nicht mal hoch. Walljump. Ach, Mensch. Ich bin nicht gut ausgerüstet. Jetzt stell dich doch nicht dämlicher an, als du bist. Wer? Nicht du. Mhm. Ein Scherz. Na, ich habe leider keinen Walljump. Ah, jetzt bin ich wieder ganz... Oh, ich bin gleich tot. Ich habe keinen Walljump. Ich bin nicht so gut ausgerüstet. Na, du hast doch die Spikes, oder hast du die nicht ausgerüstet? Doch, die habe ich, aber ich kam hier schon die erste Treppe nicht hoch gerade. Und ich werde hier gerade auch mega belagert, also ich sterbe hier gleich. Ich komme hier überhaupt nicht mehr weg mit den ganzen Viechern. Hier sind hunderte Zombies und Harpien und hast du nicht gesehen. Erstmal, wenn ich versuche hier hochzuklettern, dann kommen die mir alle entgegen. Okay, jetzt bin ich endlich oben. Hui. Ganz schön. Wollten wir nicht mal nach rechts bauen jetzt? Ja. Komme. Ich meine, die kommen alle von links, die Harpien, aber na gut, wenn er nicht. Ja, eigentlich schon, ne? Aber da kommt ja nichts. Ich kann ja nochmal einfach mal nach oben wieder. Oh, aber so langsam ist hier. Aber so weit oben kann doch gar keine Wolkenstadt mehr kommen, weil hier gibt es doch gar keine Wolken mehr. Also eigentlich muss es doch tiefer sein, oder? Boah. Ja. Na, hier können keine Wolken sein. Ja, ich weiß auch nicht genau. Aber warum sind die hier? Oh, also ich muss hier weg. Ich bin gleich tot und kann keinen Heilen. Nehmen. Nee, kann ich nicht. Ich habe schon einen genommen und bin gleich schon wieder tot. Ich muss hier kurz weg. Das geht so nicht. Ich gehe mal hier ein bisschen nach rechts. Auf der Ebene. Ich glaube nicht, dass die Wolkenstadt so tief ist. Ja, aber höher kann halt nicht sein, weil da ist ja keine Atmosphäre mehr. Also die andere Wolkenstadt war doch auch viel niedriger, oder? Na, ich glaube, das täuscht. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Also ich muss hier gerade runterspringen. Ein Schlag und ich bin weg.
Das war cool, von hier oben runter zu springen eigentlich. Hm. Oh, scheiße, ich hab den... Okay. Ich muss mich mal kurz zu Hause ausruhen. Wenn man hier ein Lagerfeuer aufstellt, dann soll man sich doch schneller heilen. Wo sind denn die Lagerfeuer? Ich hatte doch hier welche mal. Hm. Gibt's doch nicht. Wo habe ich die hingepackt? Es sind aber auch viele Harpien, oh mein Gott. Ja, es hört auch einfach nicht auf. Also es wäre schön, wenn die einmal ganz kurz mal in Ruhe lassen würden, um mal irgendwas zu machen. Ein bisschen netzend. Ein paar Heiltränke habe ich ja, aber ewig dann auch nicht. Ich stell jetzt mal ein Lagerfeuer hier zu Hause auf. So. Sollte ich? Oh ja, also das Lagerfeuer regeneriert wirklich gut. Da können wir uns theoretisch auch eins mitnehmen. Hm. So, ich wärme mich hier mal am Feuer auf. Die könnte ich noch nehmen. Hm. Ich habe Federn bekommen. Baust du da gerade noch weiter, oder? Nee, ich kämpfe gegen Harpien. Ich habe ja keine Erde dabei. Okay. Ja, ich muss noch ein bisschen leben, muss ich noch regenerieren, weil sonst bin ich gleich wieder weg, wenn ich da oben ankomme. No. Süß, süß, süß. Ein slidendes Eichhörnchen. Toll. So. Dann komme ich mal wieder. Bin zwar noch nicht ganz voll, aber es kann sich ja noch heilen. Oh, ist ganz schön... leer, das Haus, so ohne Leute. War eigentlich richtig schön, als die Zimmer so voll waren. Hm. Ja. Ich hätte das auch vorher googeln können. Dann hätten wir die Leute nicht ausquartieren müssen. Dann wären sie zwar unzufrieden gewesen und wir hätten höhere Preise bezahlt, aber naja. Gut, das ja, gut, wir können es ja auch wieder ändern. Ist ja nur ein Mausklick. Na, wir können ja gucken, wo es quasi für uns überhaupt Nutzen bringt, wenn die günstiger sind. Also wo wir überhaupt Sachen kaufen und die anderen... Also der Bergmann lebt ja eh bei uns quasi, den sehen wir ja noch, das ist ja nicht so schlimm. Den kann man ja das Zimmer auch nochmal ein bisschen schöner machen. So, da bin ich. Ansonsten, manche brauchen wir ja nicht, also manche haben ja nur komische Sachen. Gut, der mit den Färbungen zum Beispiel, der wäre schön, wenn der günstig wäre. Soll ich nach oben oder zur Seite? Ja, noch ein bisschen hoch. Na, du siehst ja mehr, also... Ja, na, noch sehe ich halt gar nichts hier. Also nichts von Belang. Nur Himmel. Aua. Boah, ich hasse diese Viecher. Geht weg. Oh, das war nicht gut. Die lassen einen einfach nicht in Ruhe. Das gibt's eigentlich nicht. Vielleicht wieder tot. Das dauert auch so unglaublich lange, bis man die Heiltränke nehmen kann. Du musst ja, glaube ich, auch mal eine andere Rüstung machen. Ja, ich krieg auch exorbitanten Schaden und alles. Das... Die hätten mich so ein, zwei Mal und dann bin ich auch schon quasi weg. Das... Ja, also ich komme hier nicht zum Bauen, das können wir vergessen. Ich komme überhaupt nicht dazu, hier mal irgendwas hinzusetzen mit den Viechern. Das geht so nicht. Na, dann gib mir mal bitte die Erde. Da. Oh, Chicken Nugget. Aha. Der hat ja nichts gebracht. Oh, es ist nervig, ey. Ja, das geht überhaupt nicht. Also es macht auch wirklich keinen Spaß mit den Viechern, weil es einfach so viele sind. Vielleicht sollten wir lieber erstmal was anderes machen. Wir könnten ja auch nochmal, weiß ich nicht,
Barrenfarm im Untergrund und erstmal für bessere Ausrüstung sorgen. Wenn es da bessere Barren, also Sachen gibt, weiß ich nicht. Das wird so nervig. Ja, ist mir auch zu nervig. Macht auch keinen Spaß, wenn man nur von denen die ganze Zeit runtergeballert wird. Also, ich gucke jetzt erstmal, was habe ich denn überhaupt für Ausrüstung an? Ich habe ein Ninja-Hemd mit Abwehr 4. Holzbeinschienen. Ich habe noch nicht mal Beinschienen, also. Ja. Hier sind ja sogar Wolfram-Beinschienen in der Kiste. Warum habe ich Holzbeinschienen an? Also, ich habe eine Abwehr von 18. 18. Okay, ich habe 4 und 3. Ja, 4 und 3. Was steht denn auf dem kleinen Schild da? Welches kleine Schild? Achso, 11. 11. Natürlich schon ein Unterschied, ne? Aber hatte ich vorher nicht. Ich hatte ja vorher Holzbeinschienen an. Da hatte ich nur eins. Jetzt habe ich die mit 3 von den Dings. Die will ich auch gerne mal. So. Ich guck mal, ob ich mir irgendwas Schönes machen kann. Irgendwas Sinnvolleres. Ich nehme hier mal ein paar Barren raus und schau mal. Meine Ausrüstung ist ja unter aller Sau. Hm. Ja gut, damit werde ich nicht weit kommen. Guck ich auch nicht. So, schauen wir mal. Die Musik im Hintergrund ist manchmal sehr witzig. Was haben wir denn hier Schönes? Eisenhelm? Was hab ich denn für einen Helm? Oh, ich habe auch einen Bergmann-Helm, der nur einen Abwehr hat. Also, ich bin echt scheiße ausgerüstet. Mhm. Obwohl der Bergmann-Helm ja schön ist mit dem, ja, mit dem Licht eigentlich, aber viel Abwehr ist das nicht. Was macht mein Schwert? 18 Nahkampfschaden. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Dann habe ich was für eine Axt. Platin. Ist Platin besser als Silber? Ich weiß es nicht. Achso, die macht 6. Die macht... Nee, die ist besser. Also ich weiß ja nicht, ob die Wolkeninseln alle auf einer Höhe sind. Aber wenn du nachher mal auf der Map guckst, wenn du mal diesen Pylon anklickst, dann siehst du, dass unser Skyway in etwa auf der Höhe der ersten Insel liegt. Okay. Ich angel noch ein bisschen, bis du fertig bist. Ja, ich guck gerade hier noch die ganzen Sachen durch. Ja, so gibt's auf jeden Fall deutlich bessere Sachen, als ich habe. Nehmen wir das da. Ah, jetzt ist Platin schon alle. Ah, Mann, das ist doch blöd. 18, so 13. Nee. Nee. Helm. Ja, meins hat nur 1. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So. Wovon habe ich jetzt schon wieder so einen Mana-Stern? Haben die denn die Dinger getroppt? Hm. Ich habe dir ein paar Mana-Sterne hier zugeworfen. Ne? Also. Aber ich habe einen, habe ich gerade drin. Ne? Die anderen habe ich schon genommen. Ja, das habe ich sogar schon so gesehen. Das war hier Platin. Nee, ist die besser? Ich könnte mir eine bessere Axt machen. Oh Gott. Oh, Mensch. Es macht keinen Spaß, hier das Ganze durchgucken. Schwere Werkbank gibt es auch. Warum haben... Was haben wir denn für eine Werkbank? Ich glaube, eine schwere Werkbank haben wir schon. Ja, ich sehe sie gerade unten im Keller, ja. War kurz verwirrt. So, also ich habe jetzt ein wenig bessere Ausrüstung als vorher. Jetzt nicht extrem, aber ich habe jetzt zumindest schon mal 16. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Ach nee, der kommt da nicht rein. Der auch nicht. Der auch nicht. Na doch, der ja. Wir haben sogar auch in der Kiste noch eine schwere Werkbank. Ich weiß gar nicht, warum. Okay. Deadman's Wetter? Was hab ich denn? Ich hab gar nichts. Ah, ach süß. Oh, jetzt habe ich einen roten Pulli drüber. Das ist ja niedlich. Oh. Ja. Warte mal, kann ich das auch einfach nur drüber ziehen? Geht das? Ach so behalt. Ah, okay. Das ist natürlich auch schön. Dann lasse ich so. Nee, jetzt habe ich doch wieder schwarz an. Schwarz macht schlank. Steht ja auch ganz gut mit den roten Haaren, weil alles in Rot ist dann doch ein bisschen übermächtig.
Das hier? Nee, das geht nicht. Okay. Okay, also, ich bin jetzt ein wenig besser ausgerüstet als vorher, würde ich sagen. Aber die Harpien, da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Was wollen wir dann machen? Noch 10 Minuten in den Dschungel gehen und dann mal nach unten graben. Okay, dann machen wir das. Moment. Ja, klar, können wir machen. Moment, aber erstmal wieder hier die Fischis ablegen. Ich war ja gerade kurz angeln. Mhm. Also, einen Fischladen können wir auf jeden Fall aufmachen. Das ist nicht das Problem. Schade, dass man die nicht alle in ein Aquarium verfrachten kann, nur Seepferdchen. So, was nehme ich denn alles mit? Oh, ich muss mal mein Geld ablegen, auch wenn es nicht viel ist. So. Oh, ich habe wieder ein Gold. Yay. Ach ja, Geld ablegen, genau. So, ich habe zwar so ein fliegendes Sparschwein dabei, aber irgendwie vergesse ich das immer zu benutzen. So, was lasse ich denn noch hier? Strahlentrank. Verströmt eine Aura aus Licht. Ah, schön. Dann packe ich auch noch ein paar Sachen raus. Oh, hier ist alles voll. Ich habe 4 verschiedene Heiltränke dabei, das ist doch Wahnsinn. Brauche ich nicht alle. Ich habe 14 von der gleichen Sorte. Oh, wir haben ja hier noch mehr Tierstatuen von einem Wurm und einem Schmetterling. Oh. Mhm. Ja, auch schön. So, wo ist meine Spitzhacke? Wo ist meine Spitzhacke? Da. Ja, von mir aus kommen wir. Ich bin fertig, ich bin schon hier. Wo ist denn der Dschungel? Links oder rechts? Ach, rechts. Okay, ich bin nach links gelaufen. Ach ja, ah, ja, können wir uns noch nicht hinbeamen. Schade. Bist du jetzt zur Wüste? Ja. Wo bist du? Ich auch. Die Hintergrundmusik. Ich dachte gerade, hier würde an meinem Fenster ein Krankenwagen vorbeifahren. Mhm. Das klang gerade kurz so. Ich komme. Ja, die Verderbnis. Auch nicht schön. Wollten wir nicht im Dschungel runter? War das nicht gerade der Dschungel? Nein. Achso, dachte. Der okay. Dschungel ist weiter rechts, da wo unsere beiden, wo die Dryade ist. Ah, okay. Wie kamst du denn da hoch? Ich. Normalen Sprung. Geschafft. Ah, nur beim Doppelsprung. Achso, ich habe den Bergmann-Helm jetzt nicht mehr auf. Kann man den als Deko aussetzen? Achso, das geht. Oh, dann habe ich aber meine Katzenaugen nicht. Warum geht denn der nicht? Hä? Wenn man den Bergmann-Helm als Deko hat, funktioniert der nicht? Das ist ja doof. Weiß ich nicht. Scheinbar nicht. Das ist doof, dann sehe ich jetzt nichts mehr. Bin dafür bald besser ausgerüstet. Schwierige Entscheidung. Nehme ich erstmal den. Bin gleich da. Da bin ich. Aber. Boah, ist die Musik hier böse. Huch. Ah ja, hier haben wir schon runtergegraben. Wollte ich das gerade sagen. Ich sehe das auch auf der Karte. Hui. Hui. Oh, hier sind ja wieder Schienen gewesen. Hui. Oh oh. Hui. Oh. Naja, gut. Oh, wir könnten aus dem Gleise natürlich alle abernten und mitnehmen für die Oberfläche für uns. Du stehst auf dem Knopf, ne? Oh. Hab ich schon gewundert, wo die Pfeile herkommen. Guck mal, da ist so ein Bienendings. Ob da vielleicht... Ey, wo will er denn hin? Bienendings? Na, hier, Stock. Bienenstock. Hast du was rausbekommen? Aua.
Ja. Ja, die sind echt nervig. Oh, guck mal, eine Fee. Oh, da kommt Bienen raus. Oh, vielleicht kann man die fangen. Oh mein Gott, ich will die fangen. Ist sie jetzt weg? Na, okay, kann man nicht fangen. Aua, 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 aua. Verdammt. Das lief doof. Kiste. Hast du gefunden? Schön. Ja, aber... Nix drin. Kannst du haben, bis er drin ist. Aber die Fee, die will ja auch noch irgendwas anzeigen. Ja, da rechts ist noch irgendwie was. Ah, da ist ein Herzcontainer. Den kannst du haben. Ich habe, glaube ich, schon komplette Lebensenergie. 400. Oh, ich habe 260. Da ist ja kein Wunder, dass ich so schnell sterbe und du nicht. Ich habe ja auch nur halb so viel Leben. Wo ist er denn? Ach, da. Oh, falsche Wasser. Wie ging denn das? Achso, muss man abwarten. Yay, ein bisschen Leben. Na komm her, du Viech. Mein Gott. Na komm. Oh, dir geht's nicht so gut. Und mir auch nicht. Nicht gerade. Hä? Oh, ah, scheiße. Schon wieder das Falsche ausgewählt gehabt. Du bist schon wieder tot, oder wie? Du auch, oder? Ah, du siehst bei mir auch sehr tot aus. Warte doch mal, hier ist Erze. Naja, ich grab schon mal weiter. Ja, weil ich kann es gut gebrauchen. Meine Ausrüstung ist ja noch scheiße. Aber das ist alles Wolfram, ne? Das dürften wir eigentlich in der Truhe haben, zu Hause. Aber vielleicht brauchen wir es trotzdem noch. Oh, da rechts sehe ich, da ist eine große Höhle. Also wenn wir jetzt hier weiter nach rechts gehen, da kommt was. Und das da ist auch irgendwas. Ich glaube, das ist wieder eine Falle. Sieht von hier so aus. Da unten ist ein Herzcontainer. Oh, das ist natürlich auch schön. Ist nur die Frage, wie komme ich da ran mit dem ganzen Wasser? Mal schauen. Hä? Was? Ah. Okay, hab's. Oh Gott, was sind das für Geräusche? Naja, ich wollte gerade sagen, irgendwas ist da. Ja. Klingt nicht so nett. Hört sich ziemlich fürchterlich an. Oh, was? Das ist ohne Truhe. Spiegel, Narrenpfeil. Hm. Oh, Pfeile kann ich nehmen. Pfeile verschieße ich, ja. Dann nehme ich das Gold. Ja. Eine Goldmünze. Ja. Spiegel will ich auch nochmal für einen Pfeil mitnehmen. Mann, ist das ätzend hier. Oh, Heiltränke. Wurfmesser. Ich nehme mal alles mit. Was man nicht braucht, kann man vielleicht noch verkaufen. Was ist das da? Schwacher Heiltrank noch mitgenommen. Immer da oben ist das Eisen oder Silber oder so. Oh, und hier rechts kommt auch noch ganz viel. Hier rechts sehe ich, da ist was Gebautes tatsächlich. Wo rechts? Da rechts. Da ist gebautes Zivilisationszeug. Immer hier weitergehen. Da ist auch eine Kiste, auf jeden Fall. Oh, sieht schön aus, die Blöcke. So grün. Hier noch weiter nach rechts? Ja, hier einfach den Gang jetzt hoch. Also hier hoch. Dann kommen wir da eigentlich an. Ah ja, oh, okay. Siehst du? Mhm. Schön. Spielen wir eigentlich auch mal irgendwann noch mal eine Runde Burger Boss? Da hätte ich auch noch mal drauf Bock. Ja, klar. Sehr schön. Ah, das Viech. Aber erst, wenn wir Terraria durchgespielt haben in 10 Jahren. Wann hat man denn Terraria durchgespielt? Naja, es gibt ja nicht unendlich Bosse, also... Also durchspielen heißt für dich alle Bosse besiegt in dem Spiel. Okay. Naja. Für mich heißt durchspielen bei so einem Spiel eigentlich, weiß ich nicht, man hat einfach keinen Bock mehr. Engelstatue und Donnerstock. Oh, eine Engelstatue.
Tütchen. Oh, wir haben 30 Minuten. Naja, natürlich. Oh, das sind Goldziegel. Ach du Kacke. Okay. Die nehme ich mit. Und guck in die Truhe rein, das kannst du auch alles nehmen. Ja. Hast du dann auch ein Gewehr. Beil, Engelstatue, Donnerstock. Oh, mein Inventar sieht langsam ein bisschen. Ich muss mal Sachen wegpacken, die ich nicht brauche. Warte mal, Wasserlauftrank brauche ich nicht. Aber vielleicht kann man die verkaufen. Nimm mal mit. Ja, Leute, also, wir sind am Folgenende. Schön, dass ihr dabei wart. Oh, da ist eine Statue. Mitnehmen. Wenn ich die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.